Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Willkommen zum Sport bei FRN Television am Mittwoch. Mittwoch, richtig, ist Sporttag. Und für die Sportler, die ich heute ausprobiert habe, braucht man Geschick, Ruhe und vor allen Dingen auch ein dominantes Auge. Gemeint ist Bogenschießen und ich war zu Gast beim SV Daulsen. Ja, Bogenschießen gehört natürlich auch dazu, muss ich auch unbedingt mal ausprobieren. Kai Schuster, Sie sind der Bogensportleiter vom SV Daulsen. Seit ja, 25 Jahren selber dabei. Was ist das Faszinierende am Bogenschießen? Oh, was ist das Faszinierende? Bogenschießen macht unheimlich ruhig und es gibt Vereinsmitglieder bei uns, die benutzen das, um ja, ihren beruflichen Stress irgendwo abzubauen und ja, wie der Kollege selber sagt, sich den Kopf frei zu schießen. Einfach hinstellen, für sich alleine sein und ja, die innere Ruhe finden. Das funktioniert nur, ja, wie die Japaner sagen, aus der Mitte heraus. Ist das Übung oder geht das sofort? Gibt es so Menschen, die stellen sich da hin und da merkt man sofort, oh, der ist so ruhig, das ist ein super Schütze? Das gibt's beides. Viele müssen das lange, lange lernen und es gibt auch welche, die stellen sich hin und da kann man sagen, ey, welch Talent, das sieht schon ganz toll aus. Wer schießt hier, jung und alt? Es sind ja auch ganz viele verschiedene Bögen dabei. Wir lassen unsere Kinder anfangen ab 8 Jahre ungefähr. Das geht dann in die sogenannte Schüler-C-Klasse. Und das kann man schießen bis 82, 88, da sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Jetzt haben Sie ja auch einen richtig guten, also einen richtig, richtig, richtig guten Bogenschützen hier in Ihren Reihen. Den Sebastian Rohrberg, mehrfacher Weltmeister, kann sich noch für Olympia qualifizieren. Schafft er das? Was glauben Sie? Was meinen Sie? Wir glauben immer alle an ihn. Ob er das schafft, steht in den Sternen. Aber das Zeug dazu hat er, ohne weiteres. Was haben Sie für einen Bogen? Ist das auch etwas ganz Spezielles? Das ist schon was Spezielleres. Das ist der sogenannte Compound-Bogen, der über diese hier oben sichtbaren Rollen wie ein Flaschenzug funktioniert und damit das im Auszug zu haltende Gewicht reduziert. Der normale Recurve-Schütze, so wie Sebastian Rohrberg, hat die einfachen Wurfarme, wo die Sehne eingehängt ist, und der muss das volle Gewicht hinten im Auszug halten. Das sind bis zu 47, 48 englische Pfund. Das ist schon richtig viel. Das ist schon ordentlich was. Ja, wenn jemand Lust hat, einfach mal hier vorbeizukommen, mal ein bisschen mitzuschießen, muss man viel Geld in die Hand nehmen oder geht es? Am Anfang gar nicht. Am Anfang meldet man sich bei unserer Trainerin zu einem kleinen Schnuppertraining. Das werden normalerweise so 4 Vormittage sein, wo die Trainerin sich Zeit nimmt, mit den neuen Dingen alles richtig zu zeigen. Und das kostet ja erstmal nur den Aufwand und die Zeit, dass die Trainerin da ein bisschen bezahlt wird. Ich glaube, sie nehmen 50 Euro. Danach, wenn man dann dabei bleiben will, geht man zu seinem Bogensporthändler seines Vertrauens, leiht sich erstmal eine Ausrüstung für ein halbes Jahr oder auch für ein Jahr. Und wenn es dann einen dann immer noch gepackt hat, dann geht man in den Laden und sagt, jetzt kaufe ich mir was. Aber diese Zeit braucht man auch, weil man vom Anfang bis zu dem ja, austrainierten Zuggewicht, was zum Beispiel Sebastian oder ich jetzt schießen, auch bestimmt 2 Jahre braucht. Ich mache heute nur so eine ganz kleine Schnupperstunde. Ob ich überhaupt einen Pfeil auch nur ansatzweise ins Ziel bringe? Och, wenn wir eine Stunde Zeit haben, schon. Dann lasse ich mich mal überraschen, aber erstmal gucken wir, was die anderen hier so drauf haben. Ja, gerne. We'll be right back.
Ja, also für die, die das relativ häufig machen, auf 70 Meter, das ist schon eine richtige Ansage. Auf 70 Meter würde ich wahrscheinlich nichts treffen. Davon gehe ich aus. Aber ich will trotzdem ein bisschen schießen. Ich bin hier schon etwas ausgerüstet. Richtig, mit einem Fingerschutz, damit der Pfeil nicht eingeklemmt wird beim Ziehen und die Finger selbst geschützt werden. Nach so 100 Schuss an so einem Trainings- oder Turniertag wäre sonst hier vorne die Haut wohl ziemlich offen. Ja, das stimmt. Und ein Armschutz, weil es doch immer wieder vorkommt, dass die ausschwingende Sehne gegen den Arm schlägt. Okay, okay. Und das gibt bei Anfängern auf jeden Fall blaue Flecken, die dauern 5 Tage. Gut, das brauche ich heute nicht. Dann habe ich gedacht, ich bin Linkshänder, also muss ich mit links ziehen. War völliger Humbug. Das ist ein Irrtum, genau. Es gibt beim Schießen eine andere wichtige Einstellerei am Bogen, und zwar ist das das dominante Auge. Okay. Das hat nichts damit zu tun, ob man Linkshänder ist oder Rechtshänder. Man hat ein Auge, das das Zielauge ist. Und dazu gibt es einen ganz kleinen Eulentrick, um das festzustellen. Man streckt beide Arme ausgestreckt vor sich hin, visiert einen Zielpunkt an, bildet dann mit beiden Händen eben schnell ein Dreieck vor dem Auge und dann einmal das eine Auge, einmal das andere Auge schließen, und beim dominanten Auge springt das Ziel weg. Dann weiß ich genau, bei mir, wenn ich das rechte Auge schließe, ist das, was ich anvisiert habe, weg. Das ist dann das Zielauge, was ich nehmen muss. Darum nimmt der Rechtshandschütze, der mit dem rechten Auge zielt, den Bogen auch paradoxerweise in die linke Hand. Mhm. Weil er mit der rechten Hand die Sehne ziehen muss, damit sie hier unterm Kinn am Gesicht vor das rechte Auge kommt. So, und Bogenschützen machen immer alles in der gleichen Richtung. Wir schießen in die Richtung. Der Trainer steht natürlich in der falschen Richtung, völlig klar. Also nimmt unser Schütze jetzt den Bogen in die linke Hand. Damit er die Bogenhand schön locker halten kann, haben wir hier so eine kleine Handschlaufe angebracht. Sehr gut. Dann fällt der Bogen nämlich nicht weg. So, Pfeil habe ich denn hier mal gelagert. So ein Pfeil, ja, wie vorhin schon gesehen, aus einer schönen Spitze, einem Schaft, einer Befiederung und einer Nocke bestehend, wird dann hier aufgelegt und hier ganz vorsichtig auf diese Pfeilauflage abgelegt. Jetzt muss mit, wie gesagt, den 3 Fingern die Sehne einmal genommen werden und gezogen werden. So, schön vorsichtig, der kleine Finger spielt nicht mit. Oh. Der Daumen liegt hier oben locker drin. Dann den Arm lang machen. Lang. Den Ellenbogen halb hoch. Und jetzt diese Partie ganz locker unters Kinn ziehen. Bis unters Kinn. Den Ellenbogen rausdrehen. Genau so. Und ran ans Kinn. Wo ist das Kinn? Noch ein Stück. Ans Kinn. Ran ans Kinn. Ans Kinn. Ach so. Da. Jetzt mit dem Zielauge hier durch den kleinen Pin gucken. Die Scheibe anvisieren. Und jetzt ganz locker hier die Hand aufmachen. Der war doch schon mal drauf. Der war drauf, allerdings im Weißen. Allerdings im Weiß, aber Weiß ist kein Punkt, ne? Aller Anfang ist schwer. Der zählt schon, sogar 2 Punkte. Sogar zwei Punkte gesammelt. Oh, das gleiche Spiel nochmal. Der Rest ist Übung. Arm ausstrecken, hier das Gelenk rausdrehen und jetzt diese Partie unters Kinn und jetzt auch bis ganz ran ans Kinn. So, jetzt schön zielen und ganz locker die Hand aufmachen. Na, das sind schon 8 Punkte, das war schon besser. Das waren 8 Punkte. Gar nicht so schlecht. Und vor allem, das macht Riesenspaß. Natürlich macht das Spaß. Warum mache ich das wohl seit 20 Jahren? Das macht Spaß. So, jetzt haben wir leider Trainingsmunition verschossen. Jetzt müssen wir warten, bis die Kollegen fertig sind. Und dann holen wir alle unsere Pfeile gleichzeitig. Und da wird noch ein bisschen geschossen. Es ist also wirklich eine richtig, spaßige Sportart. Aber wie gesagt, Ruhe, Konzentration und dieses dominante Auge. Ich habe noch ein bisschen weiter geschossen. Die 10 habe ich dabei allerdings nie getroffen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen.